Seid gegrüßt und recht herzlich willkommen um 10 vor 6 in der Früh hier am Kölner Hauptbahnhof. Der Wecker ging um 10 vor 5, Leute. Ich denke, das darf nicht wahr sein, ne? Aber gut, müssen wir durch. Wer nach Hamburg will, der muss früh aufstehen, um den ICE auch zu bekommen. Ja, habe gerade schon gemerkt, dass ich da wirklich mich teilweise vertue. Ich war schon so viel unterwegs gewesen, ne? Und da vertue ich mich mit den Städten wirklich. Vor allem sind ja immer Großstädte, ne? Hamburg, München, Frankfurt. Die drei Stück waren es ja bisher. Trotzdem werfe ich die echt durcheinander. Ne? Ja, auf jeden Fall hatte ich ja im letzten Nachfeierabend-Video schon angekündigt, dass es diesmal ja, so ein kleines Special geben wird. Denn wie ihr seht, ich habe hier meinen schweren Tracking-Rucksack auf dem Rücken. Das heißt, dieses Mal werden wir arbeiten und ein kleines Outdoor-Abenteuer in Form einer Übernachtung am Hamburger Stadtrand, irgendwo im Wald, ich habe da was gefunden, das werden wir verbinden. Und ja, dann gibt es noch ein paar andere interessante Informationen. Boah, ich bin noch gar nicht richtig wach, Leute. Ne? Das werde ich dann im Laufe des Videos kundtun. Ja, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit hier, warten auf unseren ICE. Diese morgendliche Stimmung an Bahnhöfen, Leute, die finde ich auch immer richtig toll. Ne? Vor allem, wenn das noch richtig früh ist und noch nur ganz moderater Betrieb ist. Ne? Aber trotzdem ist hier immer Leben. Überall sind Lichter an, über uns die finstere Nacht. Leute, geil. Ja, auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass ihr dabei seid. Damit würde ich sagen, los geht's. Und damit herzlich willkommen hier im ICE. Ne? So sieht das Ganze hier aus. Hier haben wir schöne Sitze, wo ich immer so ein bisschen verwundert bin, dass hier diese Kissen sind. Das war ganz gemütlich, aber da weiß man halt nie, wer da vorher seinen Schädel reingeschmiert hat. Ne? Gut, da habe ich auch schon sehr gut drin geschlafen. Was auch immer schön ist, hier unten haben wir auch Steckdose. Ne? Und in der Regel funktionieren die sogar. Da kann man überhaupt nichts sagen. Richtig klasse. Hier vorne so ein kleines Tischchen. Ich glaube, das ist auch ein älterer ICE. Die neueren, die sind richtig mit Holz ausgestattet. Die sehen um einiges nobler aus. Aber der tut es natürlich auch. Müssen wir hoffen, dass wir bald mal losfahren. Ne? Jetzt sind wir 6.05 Uhr. Irgendwie um 9.50 Uhr kommen wir an. Planmäßig sind wir mal gespannt. Ne? Deutsche Bahn ist ja mal ein Abenteuer. So, und damit herzlich willkommen um 9.53 Uhr hier am Hamburger Hauptbahnhof. Ich drehe mich gerade mal so ein bisschen. Ich glaube, als wir letztes Mal hier waren, da haben wir da vorne irgendwo gestanden, mit Blick auf diese Markthalle oder was war das? Ich glaube, ja, ne? Also, 3 Minuten Verspätung ist für die Deutsche Bahn immer noch grün. Ja, das heißt, alles im grünen Bereich. Aber, sagen wir mal, froh sein, dass es nicht länger war, ne? Auf jeden Fall ist es hier auch wieder richtig kalt, deutlich kälter als in Köln. Also werde ich mir jetzt auf jeden Fall hier die Überjacke noch anziehen. Dort, mit einer Hand wird das ist schwierig, oder? Würde es klappen? Einfach mal probieren. Genau, und jetzt würde ich hoffen, dass ich auf jeden Fall hier auch ein Schließfach finde für meinen Rucksack. Denn ich habe jetzt keine Lust, hier unbedingt mit dem schweren Rucksack da beim Kunden aufzutauchen. Das wäre grundsätzlich überhaupt kein Problem. Ne? Aber trotzdem, so fühle ich mich dann besser. Habe dann auch weniger Gepäck auf dem Rücken. Und ja, dann werden wir später den Rucksack wieder einsammeln und eben zu unserer Übernachtungsstation gehen. Genau, damit würde ich sagen, auf in den Hauptbahnhof, beten für ein Schließfach und dann geht es hier auch weiter. Hamburg, wieder mal Regen, die Frisur hält, drei Wettertaft. Ja, herzlich willkommen hier wieder an der Binnenalster. Hier haben wir letztes Mal ja auch schon erstmalig gestanden. Jetzt sind wir hier oberhalb. Ich hoffe, dass das hier mit dem Ton klar geht heute. Es ist so windig. Und ich finde das immer ziemlich schade, wenn der Ton dann kaputt ist. Aber ich habe jetzt halt wieder nur die Insta 360 Go 2 dabei. Die ist einfach praktischer für solche Alltags-Vlogs oder Nach-Feierabend-Vlogs. Ja, Binnenalster, wie gesagt, hier, ne? Die epische Alster, musst du aufpassen, ne? Ganz gefährlich. Ja, und jetzt gehen wir auch direkt schon weiter hier. Zurück auf die Hauptstraße. Ich fühle mich schon so ein bisschen heimisch hier, muss ich sagen. Ne? Das ist das zweite Mal hier, das kennt man jetzt alles und im Grunde das dritte Mal. Da haben wir es mit meiner Freundin, ist ja schon ein bisschen länger her. Ja, und das Ziel ist jetzt erstmal die Eimsbühler oder Eimsbüttler Chaussee. Ja.
Ja, jetzt scheint es wieder zu laufen. Die Go 2 hat sich jetzt eben das erste Mal aufgehangen. Das ist immer was, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Gut, die Geräte werden natürlich immer komplexer und komplizierter, haben ein eigenes Betriebssystem drauf und solche Sachen. Ne? Ich vermute einfach, wenn man da irgendetwas macht oder beziehungsweise wenn das Programm gerade an einem Punkt angelangt ist und man drückt vielleicht in einem wirklich ungünstigen Moment eine falsche oder eine Taste, dass dann einfach eine Funktion ausgeführt wird, die bei der Programmierung so nicht berücksichtigt worden ist oder es ist ein Bug im System. Ne? Also wie gesagt, also da könnt ihr vielleicht mal schreiben, warum sowas funktioniert. Ich glaube aber mal gehört zu haben, dass das die Programmierer oft selber nicht wissen, was jetzt passiert ist. Ja, und da muss man halt so ein Hard Reset durchführen. Das hat jetzt hier funktioniert mit der Go 2 und sie zeichnet wieder auf. Die Zeit läuft sehr gut. Ja, hier sind wir gerade immer noch im japanischen Garten. Neben mir hier so eine Sonnenmodell. Erinnert irgendwie an Kopernikus Zeiten, ne? Sieht schön aus. Ja, auch die Ruhe hier ganz toll. Der Herbst fegt über das Land. Der Boden ist nass, die Luft ist feucht, die Blätter liegen auf dem Boden. Leute, keine Zeit für weitere Romantik hier. Wir müssen weiter. So, dann sind wir auch schon fertig mit dem ersten Einsatz. Jetzt sind wir hier, haben wir linke Hand, das Mövenpick Hotel und vor uns, beziehungsweise hinter euch und jetzt vor euch, den Heinrich-Hertz-Turm. Das ist der Fernsehturm oder ein Fernsehturm aus den 60er Jahren. Leute, geile Sache, Heinrich Hertz, ihm zu Ehren wurde die Einheit begründet, Frequenz, ne? Also 1 durch Sekunde, beziehungsweise Anzahl Schwingungen pro Sekunde, das gibt ja die Frequenz an, bei periodisch sich wiederholenden Vorgängen. Bestes Beispiel, die Netzspannung in der Steckdose mit 50 Hertz bedeutet 50 Schwingungen pro Sekunde, beziehungsweise eine Schwingung dauert eben 1 durch die Frequenz, dann hat man eben 20 Millisekunden dauert eine solche Schwingung in der Steckdose. Ja, es gibt natürlich auch Schwingungen im Hochfrequenzbereich. Die gehen dann je nachdem vom wenigen Kilohertz bis hin zu einigen Gigahertz. Ne? Mikrowelle zum Beispiel 2,45 Gigahertz, so klassische Frequenz. Ne? Das heißt, dann hätten wir dann 2,45 Milliarden Schwingungen pro Sekunde. Ganz schön schnell, will ich mal sagen. Ne? Ja, so sieht das aus. Jetzt gehen wir auch schon wieder zurück zum Bahnhof und laden den Rucksack aus. Leute, da habe ich eben 6 Euro für diesen Schließfach da bezahlt. Ne? Die kleineren, die hätten nur 4 Euro gekostet, aber da hätte der Rucksack nicht reingepasst. Ganz schön teuer. Dafür kann man das dann 72 Stunden lang mieten. Leute, was für ein Turm. Sieht der geil aus oder? Hammer, ne? Ich glaube, da gehen wir mal hin. Vielleicht kann man da sogar hochfahren und das Ding besichtigen. So, und da stehen wir auch schon beim Heinrich-Hertz-Tower, dem Fernsehturm der Stadt Hamburg. Der wird auch als Hamburger Telemichel wohl bezeichnet, was ich gerade mal hier gegoogelt habe. Ja, der ist leider momentan nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Gott, ist das ein Koloss, das ist so geil. Kommen mir direkt wieder so Ideen, da oben Bungee runterzuspringen oder sowas. Ach, herrlich. Naja, auf jeden Fall wird der jetzt wohl wieder instand gesetzt, für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ab 2023 soll das wohl wieder möglich sein. Dann gibt es da oben auch ein Restaurant und so eine Drehplattform. Ja, aber wie gesagt, momentan ist da leider nichts los. Schade sowas, ne? Ich meine, solche Wahrzeichen, die müssen doch einfach zugänglich sein, schon von vornherein. Warum ist das so ein Problem, dass man da einen Pächter oder Betreiber findet? Kann ich nicht nachvollziehen. Ähnliches Problem haben wir ja bei uns in Köln mit dem Kolonius. Ja, das Ding steht ja auch seit, ich weiß es nicht, seit Menschengedenken ist der nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich. Liegt meiner Meinung nach aber auch an der äußerst katastrophalen Lage. Ne? Diese beschissene innere Kanalstraße, da vergeht ihr doch alles, da sowas zu besichtigen. Ne? Wie die Lage, ja, ist auch nicht unbedingt viel besser, trotzdem so ein bisschen idyllischer. Ist direkt an der Hamburger Messe gelegen. Ne? Ja, und der Fernsehturm hier, was steht hier? Das Ding wiegt 43.000 Tonnen. Wahnsinn. 43 Kilotonnen. 276 Meter hoch. Ne? Der Funk, ne, die Plattform da, wo die Leute arbeiten, 150 Meter. Dort war es, genau, der Betriebsraum 150 Meter hoch. Ja, UKW-Sender, UKW-Rundfunk, DVB-T, DAB, Kabelkopfstelle, Mobilfunk, Richtfunk und all solche Sachen werden da von abgestrahlt, mit verteilt. So genau kenne ich mich mit diesen Funksachen nicht aus. Trotzdem eine richtig interessante Sache, sehr imposant. Ja, damit würde ich sagen, weiter geht's, beziehungsweise zurück geht's zum Bahnhof.
So, und damit stehen wir hier auch vor dem Hamburger Rathaus. Das sieht richtig nobel aus. Laut Wikipedia ist das aus der Neo-Renaissance. Ich tue es, als ob ich Ahnung hätte, dabei kann ich damit gar nichts anfangen. Auf jeden Fall sind da richtig diese ganzen vielen kleinen Verschnörkelungen und diese Details, dieser Detailreichtum dieses Gebäudes, der ist richtig schwer beeindruckend, ne? Ja, und hier vor ist eben auch schon, wird der Weihnachtsmarkt gerade aufgebaut. Eben an der Außenalster oder Binnenalster war auch schon so ein bisschen so eine Art Hafenweihnachtsmarkt aufgebaut, wo schon Musik, Weihnachtsmusik, Plate. Und ja, das hat mich schon so ein ganz klein bisschen so in Weihnachtsstimmung wieder versetzt. Richtig toll. Hier kann man nochmal sehen, hier werden gerade die Häuschen aufgebaut. Und dieses Rathaus, einfach wunderbar. Leute, weiter geht's zum Bahnhof. So, da haben wir es mittlerweile 12:30. Ich bin schon wieder unterwegs, habe den Rucksack hier gerade eingepackt. Ja, und jetzt sind wir auch schon unterwegs zu unserem guck mal hier, da ist doch diese alte bröselige Kirche, die ich letztes Mal gesehen habe, wo ich auf dem Weg zum Bahnhof war, wo ich keine Zeit mehr hatte, mir die anzuschauen. Wir sind jetzt gerade hier in der Hamburger Innenstadt. Genau. Ja, das ist diese bröselige Kirche. Jetzt gehen wir mal hin. Da schrieb mir nämlich ein Zuschauer unter das letzte Nachfeierabend-Video, dass man die auch besichtigen kann, diese Kirche. Und wenn wir schon einmal hier sind, ne, so nah dran, dann wollen wir versuchen, ob wir das auch irgendwie hinkriegen. Ach, ich drehe euch mal rum, da könnt ihr sehen, was ich meine. Ist das dieses bröselige Ding, was ich meinte, die so zerstört wurde im Zweiten Weltkrieg, die nach hinten hin gar nichts mehr hat? Ja, sieht schwer danach aus. Das ist das Ding. Ja, Leute, klasse. Alles sind Bauten hier. Unglaublich. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir das hier besichtigen können, wenn eben schon der Herzturm nicht geklappt hat. Vielleicht klappt dann das hier, ne? Aber ich denke, sieht gut aus. Trotzdem vorher würde ich sagen, gehen wir mal außen rum. Also hier kennt ihr auch, was ich meine mit diesem Bröseligen, ne? Das ist ja auch so ein schwarzer, ich weiß nicht, was das für ein Gestein ist. Wie seht ihr das? Dieses schwarze Gestein. Und da sind immer so abgebröselt. Ja, jetzt wird es gerade wieder sehr windig. Ich muss mal ein bisschen näher ran hier jetzt ans Mikrofon, ne? So, genau. Ja, da drüben haben wir dann gestanden. Da ist dieses kreisförmige Kunstwerk. Da habe ich ja darüber geschaut und die Kirche angeschaut und eben festgestellt, dass die gar kein Kirchenschiff, glaube ich, heißt das, mehr hat. Ne? Ja. Sehr gut, Leute, alles richtig gemacht. Ja, wir haben auf jeden Fall, das konnte man letztes Mal gar nicht sehen, ob man hier jetzt alles sehen kann. Leute, klasse, guckt euch diesen Kirchturmtrümmer an. Hier ständen wir jetzt eigentlich schon im Inneren der Kirche, ne? Aber wie ihr seht, seht ihr nichts. Alles Schäden, ne? Alles weggebombt. Da ist auch so eine traurige Figur, die da wahrscheinlich so symbolisch den Schaden dieser Kirche betrauert. Gucken wir uns jetzt mal an. Ach Leute, ist das herrlich. Wetter könnte natürlich was besser sein, aber gut, ne? Mir ist ja nichts dran. Ja, da ist dieser Trauerkloß, der sitzt hier so, ne? Finde ich jetzt so keine weitere Beschreibung. Doch, die Skulptur Prüfung wurde von der Hamburger Künstlerin Edith Breckwold für die Gedenkstätte Sand Bostel, Niedersachsen geschaffen. Gefangenenlager, Nazi. Ah, okay, wieder ein Mahnmal für Drittes Reich. Keine traurige Figur, die den Schaden hier betrauert. Gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in die Kirche. Ne? Da können wir schon hier dieses Glockenspiel sehen. Leute, Wahnsinn. Und damit herzlich willkommen in dem Museumsbereich des Mahnmals St. Nikolai. Wir werden hier so häppchenweise reingelassen. Für 13 Uhr ist die Tour auf den Turm geplant. Da darf nur zwei Haushalte gleichzeitig rein. Das sind jetzt noch etwa 15 Minuten. In der Zeit dürfen wir uns hier frei im Museum bewegen. Und ja, das haben wir jetzt 5 Euro Eintritt bezahlt. Hier ist auch sehr still, deswegen flüstere ich gerade. Ne? Ja, auf jeden Fall ist das hier wirklich ein Mahnmal, so ein Nazi-Mahnmal. Ja, wegen Dritte Reich und Zerstörung und so weiter. Ne? Da sieht man hier so verschiedene Exponate. Und das wäre, glaube ich, hier der ehemalige Keller gewesen von der Kirche. Ja, hier so eine, Leute, guckt euch das an, so eine dicke Fliegerbombe. Stellt euch vor, so ein Teil wird aus dem Flugzeug abgeschmissen, aus 500, 600, 700 Meter Höhe und explodiert dann auf den Boden. Was das für ein Schaden anrichtet.
ausgerichtet. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Teil ausgereicht hat, um die Kirche hier in den Zustand zu versetzen, in dem sie jetzt ist. So, damit stehen wir hier auch vor dem Aufzug. Da ist ja schon ein Pärchen drin, die fahren jetzt gerade hoch. Und wenn der unten ist, wow, der geht aber gut ab, sehe ich gerade, klasse. Dann fahren wir dann hoch. Ja, und ich muss feststellen, ich bin so ein geschichtlicher Analphabet, Leute. Ne? Das, was hier passiert ist, das war der Hamburger Feuersturm. Das konnte ich da im Museum mir gerade so ein bisschen zusammenreimen, im flüchtigen Durchgehen. Leute, was hier los gewesen sein muss, das kann man sich nicht vorstellen. Ne? Die haben wohl mit Phosphorbomben hier unfassbare Brände ausgelöst in Hamburg. Die Leute sind einfach auf der Straße verbrannt. Metall hat sich verflüssigt, ungeheure Hitze, einfach Wahnsinn und richtig schlimm, was hier passiert ist. Ne? Ja, gut, deswegen auch Mahnmal, macht auf jeden Fall so Sinn. Ne? So wird mal diese unfassbare Zerstörungswut von uns Menschen da so zu live zu erleben, konserviert zu wissen. Ja, ich würde sagen klasse, aber ich glaube, das wäre das falsche Wort, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ne? Ja, Corona hat auf jeden Fall auch was Gutes. Ne? Hier darf man nur mit einem Haushalt den Aufzug betreten und oben darf man nur zu zwei Haushalten insgesamt da sein. So haben wir jetzt den Aufzug hier für uns alleine. Hier werden auch für die zwei Personen jeweils Fußmarkierungen, kennt man mittlerweile alle. Ne? Ja, auf jeden Fall fahren wir jetzt auf 75 Meter hoch. Da haben wir gerade schon die Glocken so ein bisschen gespielt. Jetzt sind wir auf 45 Meter. Leute, geil. Geil, geil, geil. Ich wäre natürlich viel lieber zu Fuß gegangen, aber so einen Aufzug zu nehmen hier in so einer alten Kirche, das ist schon klasse. Ja. Hat ein bisschen was von Mystery Castle, gerade hier Phantasialand. Ne? Leute, super Sache. Ja, dann sind wir auch da. Dann wollen wir uns hier draußen mal umgucken. Ne? So. Junge, 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 fährt mit Höchstgeschwindigkeit hoch. Die Tür geht im Schneckentempo auf. So, herzlich willkommen hier oben. Auf dem Mahnmal St. Nikolai, hier ein unfassbarer Blick über Hamburg. Da ist da das Rathaus? Ich weiß es ja nicht. Aber die Kirche, die kommen mir bekannt vor, da sind wir, glaube ich, eben schon mal gewesen. Wahnsinn. Ja, hier sieht man auch nochmal diese Zerstörungswut, die stattgefunden hat. Ja, ganz schön graues Lüftchen weht hier oben. Es hat zunehmend, fängt es auch an, stärker zu regnen. Ja, und dieses Warten jetzt gerade hier in dem Museumsbereich ist mir auch ziemlich kalt geworden. Ich werde mich auf jeden Fall wieder die Überjacke anziehen müssen. Ne? Leute, was für ein Konstrukt. Guckt euch das mal an hier. Das ist halt nur ein Kirchturm. Ne? Der ist halt stehen geblieben. Hier auch nochmal ein Blick nach unten. Ja, da sehen wir den Hamburger Hafen. Da werden wir auch später noch durchgehen, durch den Elbtunnel. Oh, Miniatur, ist das Hamburg? Dungeon, genau, das ist auch die Speicherstadt. Da werden wir dann, richtig, das habe ich noch gar nicht erzählt, was hier weiterhin passiert, das werde ich später machen. So, dann sind wir auch schon wieder unten, also da hat man sehr schnell alles gesehen, ist auf jeden Fall sehr imposant da oben zu stehen, vergleichbar Panorama wie in Köln auf dem Kölner Dom, ne? Ist glaube ich nicht ganz so hoch, die Fahrt mit dem Aufzug, auch eine richtig tolle Sache, das ist das auch mal so. Ja, diese verschiedenen Ebenen sieht man da überall, dann ist es mal wieder dunkel, dann sieht man wieder ein paar Fenster und so. Das ist so wie ich weiß es nicht, war auf jeden Fall eine tolle Aufzugfahrt gewesen. Ne? Ja, Leute, gucken wir uns das Ganze nochmal von hier nochmal so ein bisschen an. Hier auch noch den Opern, ach den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft, den Opern. Also manchmal habe ich wirklich Tomaten auf den Augen. Ja, wirklich, eine wirklich imposante Kirche hier. Ja, damit würde ich sagen, weiter geht's. So, damit laufen wir jetzt auch schon hier auf die Elbphilharmonie zu. Linke Hand wäre dann jetzt auch die Speicherstadt. Die schauen wir uns heute nicht an. Rechter Hand würde dann der Hamburger Hafen schon losgehen. Leute, ich habe eben Vögel gesehen. Also ich als Laie würde sagen, das sind Möwen. Aber es gibt auch so zwei verschiedene. Die einen, die haben so einen gelben Schnabel, der so ein bisschen nach unten gekrümmt ist. Und die anderen haben so einen schwarz-weißen Schnabel, meine ich, und sind ein bisschen kleiner. Und die mit dem gelben Schnabel, Leute, die sind fett wie Schweine. Da ist neben mir ein so ein Viech gelandet. Ich habe mich richtig erschrocken, ne? Junge, Junge. Ja, irgendwelche Wasservögel halt. Vielleicht fressen die auch Fische und so was. Keine Ahnung, ne? Ja, geht auf jeden Fall voran hier. Ja, das wollte ich gerade mal erzählen, was denn heute überhaupt an diesem Nach-Feierabend-Video so ein Special ist. Ja, denn es ist so, dass ich, wir sind jetzt quasi schon auf dem Weg zu unserem Nachtlager am Hamburger, im Hamburger Süden. Da habe ich mir auf Google Maps vorher was rausgesucht.
und denke, ja, da ist ein bisschen Wald, da kannst du übernachten. Und morgen früh werden wir von dort aus dann wieder weiterarbeiten, denn dann geht es dann zum nächsten Kunden. Und wenn der erledigt ist, dann geht es auch schon nahtlos weiter in einen kurzen Familienurlaub. Das heißt, Freundin und Sohnemann kommen aus Köln mit dem Auto nachgereist und dann verbringen wir hier ein verlängertes Wochenende bis Montag eben in Hamburg. Ne? Ja, und das hat sich mit der Arbeit eben so richtig geil angeboten, dass ich quasi nur hinfahren brauchte. Sonst hätte ich Freitag wieder zurückfahren müssen und damit mit der Freundin wieder hinfahren müssen. Also wäre total blöd gewesen. Und so habe ich die Touren hier halt so gelegt, dass es sich mit der Arbeit wunderbar arrangiert und quasi nahtlos in diesen Urlaub übergeht. Und das finde ich richtig klasse gerade. Ne? Hier so ein bisschen rumlaufen, Sightseeing noch machen. Morgen dann freue ich mich richtig auf meine kleine Familie. Das ist dann schön, wo man so drauf hinarbeiten kann. Man freut sich auf was. Das ist dann so ein richtiges Upgrade, würde ich mal sagen. Man könnte sowas natürlich auch andersrum machen. Erst so einen Kurzurlaub machen mit der Familie. Die fahren dann nach Hause und man bleibt dann selber noch vor Ort. Macht selber ein bisschen Sightseeing, arbeitet vielleicht ein bisschen. Aber das wäre für mich so ein Downgrade. Ne? So mit dem Arbeiten an sich alleine ist überhaupt kein Problem. Aber wenn dann die Freundin, der Sohnemann noch kommt, dann hebt das Ganze noch mal. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ne? Liebe Leute, damit würde ich sagen, jetzt müssen wir mal langsam zum Elbtunnel rüber. Der müsste quasi hier lang sein. Ne? Weiter geht's. Und damit herzlich willkommen im Hamburger Elbtunnel. Den sind wir letztes Mal auch schon gegangen. Da habe ich aber, glaube ich, im Tunnel nicht zu euch gesprochen. Ja, heute sind wir auf jeden Fall auch mal Aufzug gefahren. Ich denke, komm, Treppe kennen wir jetzt. Fährst du auch mal Aufzug, ne? Ist jetzt nichts wirklich atemberaubendes. Aber dieser Tunnel hier, den finde ich richtig klasse, ne? Und wenn das so der reguläre Weg zur Arbeit ist, dann ist doch jeden Tag ein kleines Abenteuer, oder? Mal ehrlich. Aber ich glaube, auch das könnte irgendwann normal werden, ne? Wenn man hier so durchschaut. Einfach klasse, richtig geil, weiter geht's. So, liebe Leute, was für ein mega Luxus. Ich stehe jetzt hier auf dem Rückweg in einem der großen alten Aufzüge. Eben runter sind wir gefahren, diesen neuen kleinen Personenaufzug. Das ist eben ein Aufzug, da können auch Autos, ich glaube auch Autos reinfahren. Das fühlt sich an, als ob wir hier mit einem Haus in Bewegung sind. Leute, das Ding ist sowas von riesig, ne? Das wird hier einfach so hochgezogen. Geil, richtig geil. Guck ich euch mal an hier. Da sieht man die Wände, wie die sich bewegen. Und gleich wird das hier hochfahren. Oh, hier ist eine Lichtschranke, ne, das Gelbe. So, jetzt geht das Tor hier auf. Und da werden bestimmt schon Leute rein wollen. Klasse, Leute. Ja, und damit herzlich willkommen auf der Schelsig in Hamburg hier. Sagt der Hamburger das auch? Linke Elbeseite, rechte Elbeseite. Der Kölner unterscheidet da ja gerne zwischen Schelsig und richtiger Sig, ne? Also linke Rheinseite, rechte Rheinseite. Hier weiß ich das gar nicht. Ja, und hier sehen wir auch schon ein paar Kräne und so was. Hier links wird es jetzt zum teuersten Imbisswagen von Hamburg gehen. Wir erinnern uns, ein altes Fischbrötchen und eine Fassbrause, 7,60 Euro oder sowas. Junge, Junge, Wahnsinn, ne? Ja, jetzt müssen wir auch mal hier auf den GPS schauen, wo wir lang müssen. Ich hoffe, dass das hier auch alles so funktioniert, ohne dass ich eine Fähre benutzen muss. Muss mal sehen. Auf jeden Fall haben wir noch etwa so 12 Kilometer. Machen wir ganz gemütlich und gucken, was wir hier noch alles vor die Linse bekommen. Liebe Leute, und damit herzlich willkommen im Hamburger Hafen an einer Stelle, die wahrscheinlich kein Tourist jemals erreichen wird. Wir haben uns jetzt hier durch ziemlich tristes Hafengebiet durchgeschlagen. Ich bin hier gerade so eine Treppe runtergegangen. Hier ist ein bisschen windgeschützter. Leute, das Wetter ist eine absolut widerwärtig abartige Frechheit. Ne? Ich wusste, dass es regnen wird, deswegen habe ich einen Schirm dabei. Aber wenn dann der Wind dabei ist, Leute, dann macht das echt keinen Spaß. Ne? Vor allem der Schirm ist relativ groß, bietet dementsprechend auch eine ziemlich große Windangriffsfläche. Und da kommen so völlig unberechenbare Böen an und dann macht das Ding da Theater. Oh, da schwillt mir immer die Krawatte an. Gut, auf jeden Fall stoppen wir jetzt hier mit Blick rüber zum einen Teil des Hafens. Da vorne kann man auf jeden Fall erkennen, ein riesiges Containerschiff wird da abgeladen. Wahnsinn, Leute, da hängen da 10, vielleicht 15 Kräne drüber. Kräne, ich kenne den Plural nicht, es tut mir leid. Die dann eben das Schiff
löschen. Ich glaube, die Ladung löschen würde man in der Fachsprache sagen. Ja, Leute, einfach unglaublich, was da für Dimensionen sind. Jetzt über die Actionkamera wirkt das wie ein, ja, ich sag's mal, Fliegenschiss. Total klein wegen dem Weitwinkel, ne? Aber wenn man hier so steht, einfach höchst beeindruckend. Ja, und so geht's dann jetzt weiter. Da vorne geht's dann über diese Brücke drüber, ziemlich lang gezogen. Weiß ich auch noch nicht mal, wie die heißt. Das könnte eine Autobahn, ne, das ist keine Autobahn. Eine Brücke halt, ne? Da fahren Autos drüber über die Elbe. Ja, und unser Ziel wird es erstmal sein, ein Rewe-Markt in, Leute, keine Ahnung. Ich habe mal geguckt zu Hause, ne, so nie, westlich von Berlin sind wir. Das habe ich eben gesagt, südlich, glaube ich, ne? Nie ohne. Was? Südlich, doch, bleibt bei südlich. Südlich von Rewe habe ich in so einem Vorort einen Rewe-Markt entdeckt und den steuern wir gerade an. Das sind jetzt noch insgesamt weniger als 10 Kilometer. Und wenn ich hier nicht reinfalle, dann würde ich sagen, geht's auch weiter. Und damit herzlich willkommen an der Fährstation Neuhof von der HVV, Hamburger Verkehrsverein oder sowas. Wird wahrscheinlich das gleiche sein, so wie die KVB, ne, was wir in Köln haben. Jede Stadt hat ja hier einen öffentlichen Personennahverkehr. Und es ist tatsächlich, ne, weil hier so viel Wasser ist, hat man gesagt, okay, wir haben nicht nur Busse, wir haben nicht nur Bahnen, wir haben zusätzlich noch einen Fährbetrieb. Leute, ist das nicht geil? Hier würde man jetzt sich an dem Automaten hier ganz regulär ein Fahrticket kaufen und dann rübergehen zum wie heißt das, Fahrplan. Da stellt man aber fest, dass die nächste Fähre erst in über einer halben Stunde kommen würde. Ja, damit fällt wahrscheinlich die Tour, wie ich sie geplant habe, in der Form aus. Weil ganz ehrlich, morgen früh, also die fahren zwar ab 5.14 Uhr, aber dann erst wieder um 6.02 Uhr, 6.38 Uhr, 7.33 Uhr und dann erst wieder um 8.53 Uhr. Leute, mit den Zeiten kann ich leider überhaupt nichts anfangen. Das würde nämlich bedeuten, dass ich entweder viel zu früh beim Kunden bin und da einfach Zeit totschlagen muss, beziehungsweise dass ich schon mitten in der Nacht da hinten aufstehen muss, um hier mit der Fähre rüber zu fahren, oder ich komme zu spät. Also wird das so in der Form nichts werden. Ich muss jetzt nochmal mir Google Maps genauer anschauen, ob es vielleicht eine Alternative gibt. Aber das hieße dann einen sehr großen Umweg machen. Und ich habe einfach nicht morgen früh die Zeit, so viel Kilometer zu machen, weil ich habe Termin morgen früh. Also ich muss jetzt mal hier so ein bisschen in mich gehen, gucken, was ich mache. Draußen übernachten werden wir definitiv, ne? Ich habe Zelt dabei. Aber aufgrund dieser Fährstrecke jetzt hier werden wir das irgendwie umwurschteln müssen. Bin ich ein bisschen verwundert, weil ich hatte zu Hause geplant ohne Fährstrecke. Aber es kann es sein, ich habe da eben gesehen, eine Brücke ist wohl vorübergehend gesperrt. Und deswegen hat Google Maps mich da jetzt anders geleitet. Ne? Ja, Leute, messe nichts dran. Ne? Aber wenn ihr hier mal guckt, hier dieses Panorama wieder. Leute, einfach geil, diese gigantische Brücke. Ne? LKW fahren da drüber, Windräder, dann die riesigen Kräne da hinten wieder. Darüber geht es dann. Ja, ich denke, das müsste wieder Hamburg-Innenstadtbereich sein, wo wir hergekommen sind quasi. Ne? Leute, wunderbar bisher. Richtig geil. Weiter geht's. So, ich habe mich jetzt mal ein bisschen schlau gemacht hier und wir könnten theoretisch auch über die Katwick-Brücke gehen. Ein richtig imposantes Bauwerk. Das ist so eine Hubkastenbrücke, glaube ich, heißt das. Auf jeden Fall auf Google Maps steht aber, dass sie gesperrt ist. Aber wenn ich normal nach der Katwick-Brücke google, finde ich dazu keine Informationen. Hier steht geöffnet, die ist wohl umgebaut worden. Hat Google Maps vielleicht irgendwie einen Fehler drin. Ja, probieren wir da einfach mal unser Glück. Wenn nicht, müssen wir halt da auch wieder umkehren. Und dann ist es wirklich so, wie ich es geplant hatte, gelaufen, die Tour. Aber da wird sich auf jeden Fall eine Alternative noch ergeben. Und so würde ich sagen, nächster Halt, Katwick-Brücke. So, da haben wir es gerade gesehen, die Katwick-Brücke ist leider gesperrt, hat Google Maps recht gehabt. Finde ich aber komisch, dass die da keine Informationen auf ihrer Homepage da oder so geben. Na gut, vielleicht habe ich auch falsch geguckt. Naja, auf jeden Fall, damit fällt das hier endgültig aus. Ich müsste jetzt so einen großen Umweg laufen. Und da ich auch nicht ortskundig bin in diesem gigantischen Hafengebiet hier, Leute, werde ich das Ding so abbrechen, wie es geplant war. Wir wollten ursprünglich, hatte ich vorgehabt, ja, wie heißt das Ding hier? In der Fischbecker Heide, Heimfeld, da hatte ich vorgehabt, mein Zelt aufzuschlagen und vorher beim Rewe-Markt in Bostelbeck oder so, keine Ahnung, an der B73, da ist ein Rewe-Markt, da hätte ich einkaufen wollen. Ja, und so bleibt uns jetzt keine andere Lösung übrig, als hier den Rückzug anzutreten. Ich könnte alternativ noch hier über die B75, aber Leute, das ist einfach zu weit und so laufe ich an Gefahr, eben morgen früh den Termin nicht zu schaffen.
Ja, und so gehen wir jetzt wieder zurück Richtung Hamburg. Hamburg, also Zentrum hier. Da werden wir dann einkaufen und dann finden wir irgendwo eine andere Lösung. Wir laufen dann einfach, bis wir irgendwas Passendes gefunden haben. Also weiter geht's. Liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Ich muss es auch aufpassen, hier das Gerät, hier ist bald voll, der interne Speicher von der Go 2. Kann sein, dass ich gleich dann erstmal die Daten übertragen muss. Ich habe auch einen Laptop dabei. Auf jeden Fall waren wir jetzt hier beim Rewe-Markt einkaufen. Brauerknechtstraße hieß das Ding, glaube ich, die Straße. Ja, direkt in der Nähe hier der Hamburger Michel. Den hatten wir ja auch schon besucht, ne, beim letzten Hamburg-Trip hier. Da, ich hoffe, das kann man noch erkennen, so in der Dunkelheit. Naja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, machen wir mal ganz was Neues, bleiben in urbanem Gebiet. Und ich habe jetzt den Weg erstmal Navigation laufen zum Planetarium im Stadtpark, glaube ich. Und das führt uns der Weg auch an der Außenalster vorbei. Und ich denke, da wird sich irgendwo eine Stelle finden, wo man eine Nacht verbringen kann. Also ist ja auch noch früh, obwohl es schon so dunkel ist. Aber ne, irgendwo wird sich schon eine Stelle finden. Oh, und da ist der Michel noch mal ein ganz groß jetzt. Guck mal hier. Leute, was für ein Koloss. Ein richtiger Trümmer ist das. Der sieht auch richtig edel und nobel aus. Ne? Wie so, fast schon wie so ein richtig wertvolles Stück Leder oder so. So wirkt der auf mich. Ne? Durch dieses Schwarz. Sieht toll aus. Ja, Leute. Und damit, ja, 1:30 haben wir schon gesprochen jetzt. Ja, würde ich sagen, geht es auch weiter. Und kann sein, dass ich mich erst im Lagerplatz wieder melde, weil einfach der Speicher hier voll ist. So, und damit herzlich willkommen um 19.26 Uhr in diesem Park. Ich muss morgen mal ganz genauer hinschauen, welcher Park das hier ist. Dann schauen wir uns das ja auch alles im Hellen mal genauer an. Mein Zelt steht jetzt soweit. Ich bin hier wirklich relativ zentral gelegen. Hier laufen Jogger rum, Fahrradfahrer, Straßenverkehr ist hier. Also ich bin hier mitten in einem Stadtwald am Campen, Leute. Ja, ich habe jetzt auch schon gerade die Go 2, habe ich die Daten runtergezogen, aufs Laptop kopiert. Jetzt können wir hier auf jeden Fall weiter filmen. Wie gesagt, die 30 GB oder 28 nutzbare, die sind halt ruckzuck voll. Ne? Das ist ziemlich schade. Aber gut, haben wir halt einen Laptop dabei. Und jetzt sind wir schon hier dabei, die Pocket Shower fertig zu machen. Ach so, wir hatten fast punktgenau 40 Kilometer gelaufen heute. Gar nicht so schlecht, ne? Ich habe auch mal den Track, den könnt ihr euch anschauen auf Komoot. Und zwar das Stück, wo wir vom Bahnhof den Rucksack geholt haben, wo ich rumgelaufen bin, Hafen und all diese Sachen, ne? Könnt ihr euch gerne mal anschauen und dann gucken, wo ich da überall rumgeirrt bin, ne? So, Pocket Shower wie gehabt. Machen wir es fertig. Dazu, weil es heute doch sehr frisch werden wird, habe ich wieder meinen Handofen dabei, meinen Handwärmer. Den werde ich jetzt schon vor dem Duschen mal anwerfen. Ne? Ja, dazu dann auch, was hatten wir hier noch? Ja, ist noch nicht schade und vergessen, was ich sagen wollte. Keine Ahnung. Da war aber was Wichtiges. Kann man uns gerade mal überlegen. Was könnte das gewesen sein? Jetzt brauchen wir erstmal das Messer. Leute, das ist alles so beengt hier, weil das Wetter auch ja, eher bescheiden ist. Ne? Ich bin nicht froh, dass ich hier meine Zeltunterlage jetzt als Tarp zum Tarp umfunktioniert habe. So können wir hier so ein bisschen trockener draußen noch sitzen. Ich habe auch kein Stuhl dabei, sondern nur das Sitzband. Da werde ich mich dann später mit hinsetzen können. Genau, ich habe nämlich keinen Dreibeinhocker dabei, alles auf ein Minimum reduziert heute. Trotzdem Rucksack extrem schwer, vor allen Dingen jetzt, wo wir gerade vom Einkaufen gekommen sind. Ne? Ich hoffe, dass ihr mich überhaupt sehen könnt, Leute. Das wäre nämlich ziemlich schade, aber es sollte eigentlich hinhauen. So, rein optisch, wie ich das sehe, wie die Kamera ausgerichtet ist. Ich habe nämlich keine Lust, da ewig hier das Handy als Remote zu benutzen. So, genau. Dann machen wir jetzt hier unseren Taschenofen noch fertig. Ja, könnte sein, dass wir den auch ein bisschen vorwärmen müssen. Ist doch wieder wirklich ziemlich frisch. Ne? Wird diese Nacht so 4, 5, vielleicht 6 Grad werden. Also schon mal für Fortgeschrittene. Ne? Deswegen bin ich auch froh, hier wieder meinen dicken Daunenschlafsack dabei zu haben, das Zelt mit dabei zu haben. Wird auf jeden Fall spannend. Ne? Ja, auf jeden Fall hier die Gegend, wo wir hier sind, das ist so ein bisschen noblere Gegend von Hamburg, will ich mal sagen. Und da fühle ich mich schon um einiges sicherer, als wenn wir da
irgendwie unter einer Brücke, weil ich mir auch überlegt hatte, unter der Kennedy-Brücke vielleicht. Aber da ist einfach zu viel Publikumsverkehr und hier fühle ich mich doch ganz wohl, bin auch relativ unsichtbar, auch wenn der Weg ziemlich nah dran ist. Wie gesagt, das werden wir uns alles morgen in Ruhe anschauen. Jetzt machen wir erstmal die Pocket Shower fertig und dann geht's ans Duschen, Leute. Denn, das ist klar, auch wenn es wirklich frisch ist, aber man schwitzt einfach. Ne? Vor allem ist wohl der Rucksack von den Einkäufen so schwer gewesen, weil es hat richtig reingeknallt jetzt noch. Ne? Ich bin ziemlich verspannt auch. 40 Kilometer hinterlassen halt ihre Spuren, aber Reserven wären auf jeden Fall, wie immer noch, auf jeden Fall da gewesen. So. Muss ich mal gucken, ob ich euch gleich auch zum Duschen mitnehme, weil dann müsste ich mich ja anstrahlen. Und ich glaube, da könnte ich hier wirklich von einigen Joggern gesehen werden. Ach, ich glaube, das macht keinen guten Eindruck, hier so einen Sittenstrolch zu haben. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ne? Also schlage ich vor, dass wir das Duschen hier heute mal alleine machen. Und dann sehen wir uns gleich auch schon zur Essensbereitung wieder. So, frisch geduscht, herzlich willkommen zurück. Jetzt noch einmal ein paar Worte zu diesem Format hier nach Feierabend. Wie gesagt, das ist ein sehr einfaches, simpel gehaltenes Format. Deswegen wird wahrscheinlich auch die Kameraperspektive nicht stimmen. Der Ton wird grottig sein, das Licht wird irgendwie blenden. Ne? Das ist einfach so, wie es vor die Linse kommt, ohne viel Aufwand zu betreiben. War ja das erste nach Feierabend, hatte ich doch gedreht hier in, was war das? Italien? Schweiz? Ich bin gar nicht sicher. Das war so eine spontane Idee einfach. Aber die ist da sehr gut angekommen. Mir gefällt das übrigens auch sehr gut, weil es für mich ja doch relativ wenig Arbeit bedeutet. Ne? Der Schnitt geht sehr schnell, das Filmen geht sehr schnell, weil ich mir keine großen Gedanken mache, wie mache ich jetzt was und so. Ne? Das war ja die Idee einfach, die paar, so ein bisschen Zeit, was ich nach Feierabend während eines Außeneinsatzes habe, dass ich die halt entsprechend nutze, um für euch noch ein Video zu produzieren. Und das hat mich dann auch immer so auch angespornt, dann noch ein bisschen aktiver zu sein als normalerweise. Ne? Wenn dann nach so einem harten Tag Arbeit, würde ich eigentlich so ein bisschen so, keine Ahnung, vielleicht nur 10 Kilometer zu Fuß rumlaufen irgendwie, aber dann mit Kamera dabei, das spornt dann doch an, so ein bisschen mehr zu machen. Also so eine klassische Win-Win-Situation. Ja, und so sitzt man hier jetzt erstmalig bei einem Nach-Feierabend-Video im Wald. Es regnet und wir kochen. Leute, fantastisch. Es gibt heute nichts Außergewöhnliches. Ich habe jetzt hier, aber es ist was Neues mal wieder. Ach, das hätte ich besser hier in der Flasche gemacht. Das ist jetzt alles am Klumpen. Und zwar ist das hier eine Drei-Pfeffersoße. Knorr, Feinschmecker, Drei-Pfeffersoße. Da müssen jetzt eigentlich ein halber Liter Wasser drauf, meine ich. Jawohl. Zwei Soßen habe ich geholt davon. So. Ja, die klumpt ganz schön hier, ne? Ja, also duschen, Leute, war auch richtig kalt. Vor allen Dingen, jetzt hört ihr das aus, kommt wieder so ein Windstoß. Boah, da ist wirklich Zähne zusammenbeißen gefragt. Ne? Und ja, die Vorstellung, dass da irgendwelche Jogger mich sehen oder so, finde ich jetzt erstmal so nicht schlimm. Aber man weiß ja nicht, ob da irgendwelche Leute bei sind, die vielleicht die Polizei rufen, da ist ein nackter Mann im Wald oder so. Ne? Ja, ist so ein bisschen Vorsicht geboten. So, durch die Beleuchtung hier, die es hier an ist, ja, ich riskiere es einfach. Ich will einfach, dass ihr auch was hier seht. Ne? Deswegen guckt ihr meinen Kanal ja auch, um hier bei solchen draußen Aktivitäten mit dabei zu sein. So, das lassen wir jetzt so ein bisschen aufwärmen. Genau, jetzt haben wir hier heute auch dabei die neulich frisch gegossene Kerze. Ich zeige sie nochmal zum Beweis hier. So, ne? Da erkennt ihr sie hier. Die hatte sie diese verschiedenen Schichten gehabt, dass es hier keine normale Kerze ist. Also schon eine normale, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ne? So, die will ich jetzt hier mal anzünden. Einfach mal gucken, wie das Ding sich macht. Ne? Ja, was ich auch gelesen habe in den Kommentaren zu diesem Kerzengießen, dass es, ja, es gibt natürlich sehr viele verschiedene Wachsarten. Das Wachs sind ja alles im Grunde irgendwelche Kohlenwasserstoffe, soweit ich es verstanden habe. Ne? Und ja, manche Wachse brennen schneller ab als andere, dann brauchen die einen anderen Docht, weil es gibt verschiedene Dochte mit verschiedener Förderleistung. Also diese Kapillarwirkung ist das, meine ich, die dafür sorgt, dass das flüssige Wachs durch diese eng beieinander liegenden Fasern das Wachs hochgesaugt wird. Das ist die sogenannte Kapillarwirkung. Und manche Dochte haben eben eine stärkere Kapillarwirkung als andere. Das muss man halt ideal abstimmen. Ja, bei so einem Mischwachs, da könnte das halt schwierig werden.
Die brennt auch schon wieder sehr hoch, ist leicht am Husten. Könnt ihr das sehen? Ich kann nicht sehen, was ihr seht. Ich habe die Kamera einfach so platziert. Ne? Genau. Ja, dazu gibt es hier einen Bügel Reis. Ein Klatschenweiß direkt mit dazu. Jasminreis. Oh, herrlich. Also wenn man Jasminreis selber frisch aufkocht, schmeckt und riecht auf jeden Fall nochmal eine ganze Nummer besser. Ja, und hier fand ich ganz interessant, vegetarische Klößchen. Also hätte noch gefehlt, dass sie geschrieben hätten, vegetarische Fleischklößchen. Ne? Also es ist Soja und aus Weizenprotein gegart. Einfach mal gucken, was die uns da hier jetzt immer so schmackhaft machen wollen. Ne? Ja, hier auch wieder so eine Mogelpackung. Das ist oben, da könnte man noch 3 Stück reintun. Aber da ist dann das Ding hier drüber, dass man da nicht reingucken kann. Leute, man wird verarscht, wo man daneben steht. Ne? So, wir hoffen, dass der Driss auch schmeckt hier. Tja, riecht das nicht verkehrt. Ich erst probiere mal eine so. Ja, das könnte tatsächlich als Frikadelle durchgehen. Ja. Es hätte auch Maultaschen gegeben hier im Hamburger Rewe-Markt, aber denke ich, komm, probierst du mal diese Fleischbälle aus. Der Rewe-Markt eben auch wieder einen richtig heißen Schreck gekriegt. Die fangen ja neuerdings an, wenn die neue Rewe-Märkte bauen, alles zu verteilen. Da ist nicht mehr eine Tiefkühlabteilung, sondern nein. Du kommst rein, da ist eine Tiefkühlabteilung, dann kommt das Obst, dann kommt die nächste Tiefkühlung, dann kommt Driss, dann kommt noch eine Tiefkühl. Also da kann wirklich passieren, dass man an sowas vorbeiläuft und dann da wie ein aufgescheuchtes Huhn durch den Laden rennt und ist schon lange vorbeigelaufen. Ne? So, Leute, Essen ist zubereitet, die Kerze brennt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich hier zur Verköstigung wieder. So, dann haben wir es mittlerweile 20 nach 20 Uhr. Das Essen ist fertig, dampft hier wunderbar vor sich hin. Aber ich habe die Befürchtung, dass ich hier in meine Enttäuschung laufe. Ich hatte eben schon mal so den Löffel abgeleckt. Und ja, mit dieser Pfeffersoße ist, glaube ich, nicht so das Wahre. Diese Fleischbällchen-Imitationen auf Pflanzenbasis habe ich auch gar nicht alle reinbekommen. Ich habe, glaube ich, 5 Stück habe ich so roh gegessen. Und das kommt schon so einer kleinen Partyfrikadelle aus Fleisch schon erstaunlich nahe. Ja, jetzt ruft hier meine Freundin an. Ich würde sagen, wir machen hier mal kurz einen Break und dann geht's gleich weiter. So, damit herzlich willkommen zurück. Dass meine Freundin jetzt angerufen hat, das war genau richtig, denn derzeit ist der Reis hier nochmal richtig aufgequollen. Richtig geil. Also, liebe Freundin, Dankeschön. Ja, und damit würde ich sagen, beginnen wir dieses Mal mit einer um 30% reduzierten Müller Fruchtbuttermilch, weil die am 22.11. ihr Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten hat. Aber dennoch damit voll im, also ne, noch genießbar ist. Obwohl auch danach. Das heißt ja Mindesthaltbarkeitsdatum und nicht tödlich ab. Ne? Also Prost. Geil. Ist geil, bleibt geil, wird immer geil bleiben. Jetzt probieren wir hier mal richtig den schön aufgequollenen Reis. Mahlzeit. Ja. Ja, man kann es essen. Ist auf jeden Fall ist kein Highlight, so wie Maultaschen. Aber funktioniert. Und dazu haben wir noch ein Brötchen. Oh, schön Gummi, geil. Bei der feuchten Witterung hier ist schön weich geworden, sehr gut. Kann man da so schön reinzoppen. Mmh. Leute, was jedes uns gut. Klasse. Ja, ob ich mich denn heute mal melden werde, weiß ich nicht. Ansonsten sehen wir uns morgen früh, ansonsten später. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Freitagmorgen, 7:45 in der Früh. Herzlich willkommen zurück. Ich habe mich gestern Abend nicht mehr gemeldet. Ich habe mich noch ein bisschen mit dem Laptop beschäftigt, schon mal den paar Videodateien hier vorbereitet und so weiter. Und ja, so habe ich dann halt nicht weiter gefilmt. Auch mal was Neues, ne? Wie gesagt, das Format hier sehr einfach gehalten. Keine gestellten Dinger, einfach alles so, wie es frei rauskommt. Ja, und jetzt wollen wir gerade mal so einen kleinen Rundgang machen. Ne? Hier ist jetzt das Zelt, wo ich eben geschlafen habe. Die Nacht ist relativ trocken geblieben. Das, was an Regen runterkam, war im Grunde nur das, was noch auf den Bäumen lag. Und so kann ich hier gleich mehr oder weniger trocken alles einpacken. Das ist sehr angenehm, weil so nasse Sachen im Rucksack zu haben, das fühlt sich schon beim Einpacken richtig scheiße an. Ne? Trotzdem muss das zu Hause ausgepackt werden, weil hier jetzt zum Beispiel, da sind auch von den Blättern jetzt Flecken drauf. Hier krabbelt gerade eine Spinne, so eine Rennspinne. Die weigert sich auf meine Hand drauf zu kommen.
Ja, lassen wir sie mal rennen. Ich hatte auch im Zelt so ganz seltsame Spinnen drin gehabt. Und zwar hatten die so extrem lange Beine gehabt. Und die konnten sich auch so seitlich bewegen. Die waren etwa so, ja, vielleicht Spannweite maximal 1 Zentimeter. Und ja, ich dachte erst, das wären riesige Zecken gewesen. Ich habe da schon richtig Angst bekommen. Aber einfach nur Spinnen, ja, ich habe die dann krabbeln lassen. Die hingen an der Decke oben, ne? Also alles, was so... Ich denke, jeder hat ja so eine bestimmte Wohlfühlgrenze, was Spinnen angeht. Bei mir ist diese Toleranz, denke ich, eher höher als bei anderen Leuten. Wenn aber diese schwarzen, dicken Kellerspinnen, diese klassischen, die haben auch so einen eigenen Namen, ist klar. Ne? Aber wenn man sowas im Zelt hat oder im Schlafzimmer oder so, das finde ich auch sehr unangenehm, weil die so extrem schnell rennen. Ja? Und das finde ich halt, macht die sehr unberechenbar. Hingegen gibt es ja so... Ich weiß, die Namen ist alles nicht. Ich glaube, Kreuzspinne oder sowas, die mit diesem richtig dicken, fetten Hinterleib, ne, die vornehmlich draußen oder an Landstraßen, also Leitplanken, ihre Netze da spinnen, die finde ich dann noch in Ordnung. Ne? Die sind halt eher so gemütlich und nicht ganz so schnell und die lasse ich dann noch krabbeln. So schwarze Kellerspinnen müssen raus. Und grundsätzlich alles, was so die Größe hat, muss man nicht unbedingt im Zelt haben. Alles andere lasse ich drin. Ne? Leben und leben lassen. Ja, und jetzt schauen wir uns mal hier weiter um, wo wir hier überhaupt sind. Wie gesagt, wir sind hier im Stadtpark am Planetarium von Hamburg. Ja, und wenige Meter hier raus stehen wir dann auch schon gleich in der Parkanlage drin. Jetzt können wir das Ganze mal im Hellen sehen. Wahrscheinlich werden jetzt hier so ein paar Jogger auch rauskommen. So, ja, da haben wir schon das Planetarium. Leute, was ist das für ein Bau? Geil. Gehen wir mal gucken hier. Kommen so ein bisschen vor wie auf dem Campingplatz hier. Ne? Mein Lager ist da. Ich glaube, ich gehe mal runter. Ich gehe hier rüber. Ich will jetzt eigentlich über die Wiese laufen. Da werde ich mich schon angeguckt von den Joggern und so. Ne? Ja, Leute, Planetarium. Das ist ja eine richtig satte Nummer. Planetarium ist auch toll. Das ist so eine richtig ehrfürchtige Stimmung, wenn man da in der Finsternis sitzt und Lichtjahre in den Himmel hinausschauen kann. Einfach klasse. Ne? Ja, sieht das aus? Ob wir da heute reinkommen, glaube ich nicht. Denn wir haben ja noch Arbeit zu tun. Wir müssen mal gucken hier, dass wir zurückkommen zu unserem Zelt. Jetzt bin ich so weit gelaufen, weiß ich gar nicht mehr, wo der Eingang war. Da vorne. Mal hier rein. Das ist mir gestern Abend auch mehrfach passiert, als es da komplett dunkel war. Ich wollte da nicht allzu viel Licht machen, um nicht eben so Aufmerksamkeit zu erregen, ist klar. Und wenn ich da mal kurz austreten war, etwas weiter weg, hatte ich wirklich Probleme gehabt, mein Zelt wiederzufinden. Ne? Ist immer so die Sorge, dass man da erwischt wird, ne? Weil Wildcampen, das ist ja strengstens verboten und dies und das. Und ach Leute, hört da auf, kann alles nicht wahr sein. So, ja, sind wir jetzt zurück am Zelt. Damit würde ich sagen, jetzt müssen wir hier so langsam klar Schiff machen. Um 11 Uhr, ja, zwischen 11 und 12 haben wir den nächsten Einsatztermin. Ganz kurze Sache, aber da müssen wir natürlich pünktlich sein. Was nämlich auch schön ist, dass das gestern Abend durch den Hamburger Hafen nicht so geklappt hat wie geplant. Eigentlich gar nicht verkehrt, denn so haben wir es nämlich heute nur 4 oder 5 Kilometer in die Richtung. Mittelweg müssen wir gleich hin. Sehr, sehr exklusive Wohnadresse hier in Hamburg. Ne? Junge, da stehen Villen rum. Die könnte sich ein normal arbeitender Mensch in 200 Jahren harter Arbeit vielleicht leisten. Eher 300 Jahre, dann könnte man sich sowas kaufen. Leute, Wahnsinn, ne? Genau, ja, also einpacken und dann geht es ja auch gleich langsam, gemütlich weiter. So, der Lagerabbau schreitet voran und jetzt wollte ich hier gerade mal so ein Resümee zur selbstgegossenen Kerze ziehen. Also die hat sehr gut gebrannt. Ich habe die aber zeitnah auch ausgemacht, weil die halt extrem hell war. Also es sind die UCO-Kerzen immer. Aber hier jetzt speziell in der Situation wollte ich natürlich keine Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Ich habe es halt ausprobiert und die hat noch hier, ach, die ist vielleicht gerade mal ein Fünftel abgebrannt, wenn überhaupt. Das Problem ist halt, die hat auch wieder eine sehr hohe Flamme geworfen, was dazu geführt hat, dass hier dieses obere Blech von unten komplett richtig verrußt ist und nicht nur so ein bisschen, sondern da ist eine richtige Rußschicht drauf. Und wenn diese Bröckchen von dem Ruß
euch zu Hause beim Kerze wechseln oder sauber machen, irgendwie rausfallen, wie bei mir neulich eben auf, bei mir in der Ecke auf dem Schreibtisch lagen und so. Das gibt halt wirklich richtig ekelhafte schwarze Flecken und die bekommt ihr so ohne weiteres nicht mehr weg. Und vor allen Dingen, wenn man auch so ein ganz kleines Bröckchen nicht sieht und wischt irgendwie mit der Hand über den Schreibtisch oder so, habt ihr direkt einen schwarzen Streifen da. Also Ruß ist wirklich eine richtig perverse Substanz. Ja. Wird, glaube ich, auch verwendet, um schwarze Farbe herzustellen. Also es ist sowas von unfassbar, dieses Zeug. Und an den Händen geht das auch nur sehr schwer ab, aus den Klamotten auch. Also das ist noch sehr, sehr optimierungsbedürftig, ne, mit der UCO selber gießen. Aber ich tendiere jetzt langsam dazu, doch eher Geld für die Originalkerzen auszugeben, weil es einfach so wirklich nicht so einfach ist, Kerzen in dem Standard herzustellen, wie es die Industrie in der Lage ist. Ne? Ja, war mal ein Versuch wert. Die werden wir auf jeden Fall noch abfackeln. Und dann, denke ich, ist das Projekt Kerzengießen erstmal auf Eis gelegt. Ne? Gut, so sieht es aus. Kurzer Zwischenstand. Damit würde ich sagen, weiter einpacken und dann gehen wir hier auch gleich los. Kurz vor 9:30, der Platz ist geräumt, der Rucksack ist gepackt. Und damit schauen wir uns jetzt mal kurz das Planetarium an. Gehen wir mal hier wieder raus. Bin ich mal sehr gespannt, ob man da rein kann. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, zu früh, um da rein zu können. Vor allem macht das ja auch keinen Sinn. Es ist ja hell, ne? Und trotzdem, so manche Planetarien haben ja immer noch irgendwie so einen Ausstellungsbereich, Informationsbereich und sowas. Und das ist schon ein ziemlich großes Ding, ne? Früher war ich auf dem Gymnasium Blücherstraße in Köln-Nippes gewesen. Und die hatten auch ein eigenes Planetarium gehabt. Das war so ein ganz kleines. Das war so, ja, da passten vielleicht 30, vielleicht 40 Leute haben da reingepasst. Und in meiner gesamten Schulzeit war ich nicht einmal da drin gewesen. Muss man sich mal vorstellen. Ne? Ich war irgendwann ein paar Jahre später, als ich schon aus der Schule raus war, war ich mal da gewesen zu einer Vorführung. Aber während der Schulzeit, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ne? Also so Kinder, Jugendliche und so, die haben halt vollkommen andere Interessen. Und ich finde es halt sehr interessant, wie sich so solche Interessen eben auch wandeln, ne? mit dem Älterwerden. Das ist vollkommen normal, das ist auch wichtig so. Ne? Aber rückblickend betrachtet immer sehr spannend, was man früher so gemacht hat. Da wird es euch wahrscheinlich ähnlich gehen, rückblickend. Ne? Gut, gleich sind wir da und dann gucken wir uns den Trümmer mal so ein bisschen genauer an. Leute, guckt euch das an. Ich hoffe, man kann jetzt so die Dimension ungefähr wahrnehmen. Das ist ein wirklich unglaublicher Koloss von Planetarium. Davor hier so eine schöne kleine Teichanlage mit einem Hinweisschild, dass kluge Leute keine Steine ins Wasser schmeißen und dass es im Übrigen auch verboten ist. Also direkt doppelt hingewiesen, dass man sowas nicht macht. Ja, dann gehen wir mal drauf zu hier auf diesen Koloss. Leute, ist das geil. Was für ein Bauwerk. Ja, und ich vorstelle, was sie da drin für ein Teleskop drin haben, wie viele Millionen Lichtjahre Entfernung ins Weltall blicken können. Aus unserer Galaxie raus, den fremden Planetarium, okay. Ja, ich drehe euch gerade mal hier so rum rein. Ja, da wäre auf jeden Fall, wie ich schon vermutet habe, so ein Bereich mit Dings hier, so ein bisschen Art Museum oder sowas, ne? Aber das hier scheint mir auch noch nicht der Eingang zu sein. Gehen wir mal weiter rum hier. Licht ist auf jeden Fall schon an. Oh Leute, diese Bilder von diesen Galaxien, da kommt direkt so in mir so ein richtiges Fernweh auf, ja? So eine andere Welt, einfach diesen hier und jetzt einfach mal entfliehen. Das sind natürlich vollkommen utopische Vorstellungen. Und ich glaube, aus einem anderen Planeten wäre es, glaube ich, gar nicht so schön, wie man sich das in der Fantasie immer ausmalt. Ne? Ich hatte mal eine Zeit gehabt, da hätte ich mir mal gewünscht, dass wir so von Außerirdischen besucht werden würden hier auf der Welt, auf der Erde. Ne? Und mein Onkel hatte dann eine richtig coole Antwort parat. Der sagte, ey, ich komme noch nicht mal mit den Arschlöchern hier auf der Erde parat, was soll ich da mit Außerirdischen? Ne? Lieber Onkel, Grüße gehen raus an dieser Stelle, fand ich einen richtig genialen Satz und ist auch verdammt viel Wahrheit dran. Ne? So, das bringt man hier gerade mal raus. Also wie wir gesehen haben, ist das Ding hier erstmal nicht zugänglich, geschlossen. Gut, ist so, war mit zu rechnen. Damit würde ich sagen, geht es auch weiter zur Arbeit, Mittelweg. Und ja, das sind, ich weiß es nicht, gerade mal auf die Uhr gucken, war gar nicht so weit. Wir gehen im Grunde den Weg zurück, den wir gestern Abend in der Dunkelheit gekommen sind. Jetzt ist die Navigation hier aus, Leute, was ist hier los? So. 3,5 Kilometer, Leute, ein
ein Katzensprung. Ich sage so oft das Wort Katzensprung und ich finde das eigentlich so blöd, dieses Wort. Ne? Ich glaube, diese Redewendung geht auf keine Kuhhaut. Sage ich, glaube ich, auch des Öfteren, aber ich finde das so, hört sich einfach scheußlich an. Trotzdem mache ich es immer wieder. Ich werde es versuchen, in Zukunft zu unterlassen. Und damit würde ich sagen, weiter geht's. Ja, unweit vom Planetarium und unweit von meinem Schlafplatz im Wald wäre hier auch so eine Hütte gewesen. Ja, da ist man natürlich, ja, da ist auch direkt hier ein Weg dran. Da wären wahrscheinlich sehr viele Leute dran vorbeigekommen. Ihr seht ja auch, da laufen sie zur Arbeit, da sind sie joggen und so, ne? Ja, aber wenn es richtig, richtig in Strömen gegossen hätte, wäre ich wahrscheinlich hier reingegangen. Hätte ich gewusst, dass die da ist, wusste ich einfach nicht. Also, weiter geht's. Vor 11, herzlich willkommen zurück. Arbeit ist erledigt für heute, so kann das gehen. Ja, jetzt sind wir immer noch auf dem Mittelweg, so eine kleine Parkanlage. Hier ist auch so eine Skulptur, die habe ich letztes Mal schon gesehen und fand die ganz attraktiv. Das ist im Grunde so ein einfach nur Bronzeknubbel, der aussieht wie eine Frau, ein weibliches Wesen, eine gebärende Person. Was darf man heutzutage noch sagen? Ja, sieht auf jeden Fall aus wie eine solche. Das ist von Henry Moore. 1889 bis 1986, Junge, ist ja alt geworden. Recycling Figure, Handbronze, Freie Hansestadt Hamburg. Ja, eine Bronzefigur, ja, leider hohl. Wenn das hier wirklich Vollmaterial wäre, dann würde hier ein halbes Vermögen an Materialwert rumstehen. Leute, Wahnsinn, ne? Ja, und der Mittelweg, wie gesagt, eine richtig noble Adresse, ne? Also wenn man da wohnt, dann kann man schon sagen, von sich behaupten, dass man es geschafft hat, ne? Ja, damit auch noch eine kurze Information zu meinem Job im Allgemeinen. Letztmalig werde ich das hier sagen, ich werde keine Informationen über das hinaus erbringen, außer das, was ich im Video zu meinem Job sage. Keine Kommentare dazu beantworten, die kriegen einfach nur ein Herz und mehr wird da von mir nicht kommen. Genau, ja, und dann auch noch eine Information. Mir braucht auch bitte keiner in die Kommentare zu schreiben, was ich für einen schlechten Arbeitgeber hätte, weil ich im Wald schlafen muss. Leute, ich habe diese Tour hier selbstständig, eigenmächtig geplant. Ich habe mir das so ausgesucht, also alles gut, braucht sich keiner Gedanken zu machen. Läuft alles so, wie es soll. Ja, Leute, und damit laufen wir hier, wie gesagt, durch die Parkanlage durch. Da vorne Bahnhof, ach, Mittelstation. Ja, wir sind auf jeden Fall relativ nah schon wieder am Hauptbahnhof dran, meine ich. Ne? Schalttankstelle. So, und jetzt sind wir nämlich schon quasi direkt auf dem Weg in den wohlverdienten Kurzurlaub. Ich steuere jetzt unser gebuchtes Hotel an im Bortelsmannweg, irgendwie sowas. Ne? Da haben wir was gemietet, war auch sehr schwer nochmal zu bekommen hier in Hamburg. Genau, Freundin und Sohnemann werden später dazustoßen. Ich werde das schon mal einchecken, sofern das möglich ist. Jetzt sind wir etwa 5 Kilometer bis dahin. Da stand zwar einchecken erst ab 15 Uhr, aber ich denke, die Gepäck, was ich habe, kann man auf jeden Fall schon mal da lassen. Und wenn das Zimmer noch nicht fertig ist, dann gucken wir uns noch ein bisschen weiter hier in München, Hamburg um. Leute, ich kriege das nicht gebacken. Ne? Dieser Mittelweg, der befindet sich für mich aus welchen Gründen auch immer in München und nicht in Hamburg. Ich kriege es nicht gebacken. Ne? Gut, mehr nichts. Hauptsache GPS-Gerät dabei. Weiter geht's. So, dann laufen wir hier jetzt auch an der Außenalster wieder vorbei. Da in diese Richtung, da ganz hinten durch, haben wir übernachtet. Da war der Stadtgarten, Stadtpark, wie ist das Ding, das Planetarium. Ja, wenn man das hier so sieht, das hat halt richtig Stil. Wenn man da so am Wasser dran wohnt, Leute, richtig nobel. Ne? Zur anderen Seite haben wir dann wieder die Altstadt. Ne? Da kann man den Michel wieder sehen, das Rathaus. Da sind noch zwei andere Brücken, da sind wir gestern drüber gelaufen. Sehr viele Brücken verlaufen hier parallel. Leute, eine richtig stilvolle Stadt, anders kann man das nicht sagen. Ne? Ja, deswegen bin ich auch richtig froh, dass das hier mit diesem Kurzurlaub so geklappt hat. Ne? Mir die Stadt ein bisschen weiter angucken kann. Wir werden mal ins Miniaturwunderland gehen. Wir werden, habe ich gestern Abend noch gesehen, es gibt so ein reines Currywurst-Restaurant. Da werden wir dann auch mal essen gehen mit der Freundin und dem Sohnemann. Das gab es in Köln früher am Rudolfplatz. Curry Deluxe oder Zulux hieß das, genau. Da war ich früher Stammgast gewesen. Leute, da gab es die geilste Currywurst, die ihr euch vorstellen könnt. Vor allen Dingen auch mit, also insgesamt hatten die, glaube ich, wenn man alle Kombinationen durchnimmt, hatten die bestimmt 500, 600 verschiedene Currywürste konnten die da anbieten. Ne? Im Schärfegrad von ultramild bis
bis Notaufnahme. Ne? Ich habe dann meistens Currywurst mit 1 Million Scoville gegessen. Ja, das waren noch Zeiten, Leute, dieses Schärfe essen. Ne? Also ich bin ja so ein Freund von Extremen. Und ich hatte mich halt wirklich so rangetastet damals. Ne? Aber irgendwann fing ich an, diese Schärfe nicht mehr zu vertragen. Ich kriegte halt richtig Magenprobleme, Darmkrämpfe, richtig Schmerzen. Und es ging dann irgendwann leider nicht mehr. Ne? Hatte da auch mal an einem Schärfe-Wettessen teilgenommen. Da hatte ich, boah, wie viel waren es? 3 Millionen? 2 Millionen Wurst? 2 Millionen Scoville, meine ich, sind es gewesen. Ja, das war schon auch eine richtig harte Nummer. Und danach hatte ich dann auch wirklich, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, ne, den Durchfall meines Lebens, Leute. Ich hatte noch nie in meinem Leben solche Schmerzen gehabt. War auf dem Weg nach Hause, ich erzähle die Story einfach nochmal. Ne? War auf dem Weg nach Hause von meiner Freundin, habe ich noch in Riel gewohnt. Am Vorabend war eben das Schärfewettessen gewesen. Und ja, ich bin dann gerade noch so bis zum Weinmuseum an der Rieler Straße gekommen in Köln. Von da aus hätte ich es nicht mal weit bis nach Hause gehabt, aber es ging nicht mehr. Ich musste einfach, ich hatte den Durchfall meines Lebens, Leute. Da bin ich hinter das Weinmuseum und habe da ins Gebüsch mich mein Geschäft erledigt. Und jetzt stand ich da, kein Klopapier, nichts, gar nichts. Aber glücklicherweise lag da ein Bettlaken von einem Obdachlosen, glaube ich, der da mal geschlafen hatte. Und da habe ich mir dann so notdürftig alles sauber gemacht und bin dann nach Hause, Leute. Und seit dem Tag habe ich nie wieder so scharf gegessen. Das ging immer so schubweise. Dann konnte ich habe richtig jede einzelne Darmschlinge konnte ich spüren, wo dann eben diese scharfe Wurstessen halt durchgepumpt wurde. Ich habe mich wirklich gekrümmt vor Schmerzen. Ja, ist halt so, irgendwann wehrt der Körper sich gegen solche Gifte. Das ist, glaube ich, eigentlich ein Gift. Capsaicin würde ich tatsächlich als Gift einstufen. Vögel sollen dagegen ja immun sein, damit sie die Samen fressen können und weiterverbreiten können. Menschen, Tiere, also normale Tiere, also die nicht Vögel sind, die können das halt schmecken. Aber das ging wirklich richtig an die Substanz. Ne? Ja, schade eigentlich, weil seit dem Tag nichts Scharfes mehr gegessen, beziehungsweise also nichts schärfer, was irgendwie schärfer als Tabasco ist oder so. Tabasco ist ja lachhaft. Der ist ja eigentlich richtig lecker, kann man schon sagen. Ne? Schön würzig, bisschen sauer, bisschen Schärfe, läuft. Weiter geht's. So, dann sind wir jetzt auch fast am Ziel. Das Störtebeker Haus ist nicht unser Hotel. Ich finde es aber klasse, dass man auch so schon etwas weiter außerhalb von Hamburg hier solche ja, Prachtbauten sieht. Leute, ne? Das sieht richtig prunk und prachtvoll aus. Störtebeker. Leute, war das nicht irgendein Pirat oder Kapitän von einem wichtigen Schiff oder so? Leute, ich weiß es gerade gar nicht. Ich google mal. Ja, Klaus Störtebeker war auf jeden Fall ein ganz besonderer Kapitän. Er war nämlich Pirat gewesen und dazu einer der gefürchtetsten, den das frühe Mittelalter kannte. Der hat die ganzen norddeutschen Städte überfallen. Ja, finde ich halt toll. Wir sind aus dem prunkvollen Zentrum raus und finden dann hier trotzdem solche Bauten noch. Wir sind eben durch ein Viertel durch. Ja, da war jetzt weniger schön gewesen. Richtig dolle ist es hier jetzt auch nicht. Ne? Solche Werkstätten, Hinterhofwerkstätten. Aber das macht auch so Charme aus. Ne? Muss ja nicht immer Prunk und Protz sein. Bin ich eh kein Typ für. Ne? Ich würde nie auf die Idee kommen, für ein Hotel irgendwie viereckig Geld auszugeben. Ne? Ja, aber ich hab. Nee. Gott. Ach, ich bin schon vorbei. Leute, wir wohnen direkt gegenüber vom Störtebeker Haus. Ist es wahr? Da ist das Störtebeker Haus. Und nebenan, das ist unser Hotel. Der Kasten da, Leute, habe ich eigenhändig gebucht für günstiges Geld. Sieht super aus. Dann wollen wir einchecken. Und damit herzlich willkommen im Hotel. Die haben schon hier fertig gehabt. Ist gerade fertig geworden. So brauchen wir nicht warten. Sehr gut. 23:45 haben wir mittlerweile. Herzlich willkommen. Ja, das ist unsere Bleibe für die nächsten 3 Nächte hier. Mal gucken. So schlecht sieht das hier ja nicht aus hier. Ne? Mal gucken, was haben wir hier? Was ist das denn? Ein Wäscherack. Hier sind Wäschetrockendingen sogar. Ah, okay, zum Trocknen. Junge, das ist doch vom vorigen Jahrtausend. So was hat man doch nicht mehr in Hotels. Gut, haben wir jetzt da. Werden wir wahrscheinlich nicht benutzen. Wollen wir weiter gucken, was wir hier haben. Fernseher, vollkommen unwichtig. Dann haben wir hier so eine ganz kleine, ja, ich will es nicht Küche nennen, aber man kann hier in der Mikrowelle was heiß machen. Hier kann man was Wasser
Da unten Teller, Öl, Essig ist auch dabei, obwohl hier keine Herdplatte ist. Nebenan der Kühlschrank. Der ist leer. Gut. Können wir dann irgendwelche Getränke kaltstellen. Ja, hier nochmal gucken, was haben wir hier? So eine kleine Ecke fürs Gepäck. Sehr gut. Die sanitäre Einrichtung gibt es hier auch nicht. Was ist los? Ja, Junge, kann nicht sein. Das ist aber absolute Fehlplanung, oder? Da den Lichtschalter für das Klo hinzumachen. Der wird hier hin oder innen drin. Gut, Fehlplanung, weißt du nichts dran. Ist auf jeden Fall neu. Neu? Ist das neu? Nee, das sieht auch schon relativ alt alles aus. Aber das soll überhaupt keine negative Kritik sein. Es ist im Top-Zustand, alles sauber. Waschbecken auch, keine Haare drin, haben wir schon viele, habe ich schon viele andere Dinge erlebt. Ne? Ja, Betten könnte man auch mal kontrollieren. Ich glaube, ich schlafe hier auf der Seite. Habt ihr auch zu Hause mit der Freundin oder Frau, aber durch im Doppelbett so eine eigene Seite? Haltet ihr das auch im Urlaub bei oder wie macht ihr das? Also ich gucke in der Regel dann immer, mir hat jetzt spontan hier die Seite zur Wand hingefallen, weil ich dann da in der Ecke mein ganzes Gelumpe ausbreiten könnte, ohne dass ich immer geschimpft bekomme von der Freundin, wie die wieder aussieht. Weil wenn ich hier die Ecke für mich hätte, dann wird hier irgendwann wirklich alles ausbreiten und ich hätte irgendwann diesen gesamten Bereich hier vereinnahmt. Deswegen ist es schon gut, dass ich da in der Ecke bleiben kann. Das wird auch so sein. Ja, jetzt gehen wir nochmal raus auf den Balkon hier. Heute ist das spannend. Gardinen. Guckt euch das mal an hier. Klasse, 90er Färbung, Pop Art, richtig geil. Ist das Pop Art? Ich weiß es nicht. Mehr doch nichts. Ja, was ist das denn? Das sind zwei Türen, da denkst du, das ist eine Tür, aber es ist nur ein Fenster. Ja, und guckt euch das an, direkt am Störtebäckerhaus. Leute, ist es geil. Ja, wir haben auf jeden Fall auch einen Blick zum Hamburger Hafen. Da kann man ein paar Kräne sehen. Den Michel sehe ich jetzt nicht, aber so eine andere große, markante Kirche. Ja, und da eben das Störtebäckerhaus. Leute, toll, richtig toll. Ja, und damit würde ich sagen, ist dieses nach Feierabend-Video erstmal zu Ende, beziehungsweise ist pausiert, denn am Montag, da ist noch spontan was Neues reingekommen. Da bin ich natürlich der Letzte, der sagt, ja, nee, im Urlaub mache ich nicht, da habe ich Urlaub. Ne? Also, ne, da kann man verbinden, ich bin jetzt einmal hier und Montag noch eine kleine Einsatzstelle, Montag früh. Das nehmen wir dann in einem mit, bevor wir nach Hause fahren. Da werde ich euch dann wieder mitnehmen und bis dahin sage ich erstmal Pause, denn jetzt wird Handy ausgemacht, Kamera ausgemacht, jetzt ist Urlaub, Freundin und Sohnemann kommen nachher. Werden wir auch so ein bisschen Digital Detoxing mal betreiben. Leute, das muss einfach mal sein. Ne? Also, ich sag, wir sehen uns in 3 Tagen am Montagmorgen wieder. Und zack, für euch nur ein kurzer Schnitt. Für mich sind aber in der Zwischenzeit 3 Tage vergangen. Montagmorgen, Viertel vor 7 oder so was haben wir. Ja, Leute, wie ihr vielleicht hört, ich bin extrem erkältet. Ich fühle mich auch, fühlen tue ich mich eigentlich ganz gut, aber halt die Ohren sind zu. Und ich habe so diesen richtigen klassischen Wattekopf, so nenne ich das immer. Ne? Wenn man diese Erkältung hat, fühlt man sich einfach so richtig benebelt, weggetreten. Aber ich fühle mich nicht schlapp dabei, das ist wichtig. Ne? So, auf jeden Fall sind jetzt heute schon 3 Tage vergangen. Oh, wir haben auch schon den ersten Frost. Guck mal hier auf dem Auto, kann man das Glitzern sehen. Es ist ganz schön frisch geworden. Ne? Ja, die Erkältung habe ich mir wahrscheinlich eingefangen bei der kalten Dusche im Park. Ne? Habe ich da schon gemerkt, so leichtes Kratzen im Hals, dann ging das los. Gut, ist also, härtet ab, werden wir überleben. Naja, auf jeden Fall liegen jetzt damit auch schon 3 Tage Kurzurlaub mit Sohnemann und Freundin hinter mir. Wir haben hier aus Hamburg zusammen angeschaut. Sohnemann hat das auch sehr gut gefallen alles. Wir waren 2-mal sogar auf der Kirmes gewesen, da an diesem Betonklotz, wo ich beim ersten Hamburg-Besuch vom Michel aus die Aufbauarbeiten der Wilden Maus gesehen habe, wo ich da oben stand. Die ist jetzt fertig, die Kirmes. Ja, da war dann, Leute, ich bin noch gar nicht richtig wach. Aber egal, lassen wir so weiterlaufen. Auf jeden Fall habe ich mir da so ein bisschen Adrenalin wieder geholt und so ein bisschen Ausnahmesituation wieder gehabt. Da gab es dieses Fahrgeschäft. Ich nenne es immer Propeller. Ne? Das ist so ein langes Teil. Da sind 2 Gondeln dran an den Enden jeweils. Das Ding hat einen Radius von 7, 8 Meter, vielleicht 10 Meter.
und dann dreht sich das Ganze in einer ziemlich hohen Geschwindigkeit. Das heißt, dann hat man einen extrem starken Wechsel zwischen Schwerelosigkeit und mehrfacher Erdbeschleunigung. Und dieses Gefühl, das feiere ich halt, ne? Das ist richtig geil und ich sitze da drin entspannt. Es ist für mich wirklich Tiefenentspannung, dieses Fahren und dieses Fahrgeschäft. Kennen viele von euch wahrscheinlich. Ja, das haben wir gemacht. Dann haben wir uns hier den Michel zusammen angeguckt. Wir waren nochmal in der St. Nikolai-Kirche. Da werde ich später noch was zu sagen zu der Hamburger Brandnacht. Ja, was haben wir noch gemacht? Leute, ich kann es gerade gar nicht mehr sagen. Ist auch noch so früh, ne? Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier schon wieder auf dem Weg zur Arbeit. Sohnemann und Freundin schlafen natürlich noch. Ja, wie gesagt, das ist auch so was, ne? Wenn ich im Urlaub bin und da ergibt sich irgendwas mit Arbeit, da würde ich niemals irgendwie so das abblocken. Das war sogar meine Idee jetzt hier gewesen, das auch noch zu verbinden. Wenn ich jetzt einmal hier bin, Urlaub hin oder her, nimmst du das noch mit, ist das erledigt, dann muss ich für diesen Fall nicht nochmal hier nach Hamburg. Ja, so sieht das aus. Ja, auf jeden Fall laufen wir jetzt hier die Süderstraße, glaube ich. Söderstraße, nee, niemals. Die Süderstraße. Wir hatten uns für die paar Tage hier auch so ein Familienticket geholt. Oder nee, wir haben uns jeweils ein Tagesticket für bis zu 4 Personen, glaube ich, geholt. Und so konnten wir hier in Hamburg wunderbar die HVV benutzen. Was, glaube ich, ich hatte ja damals gesagt, Hamburger Verkehrsverein. Aber ich glaube inzwischen, dass es Hamburger Verbund heißen könnte. Ich habe es immer noch nicht nachgegoogelt, aber Verein macht ja keinen Sinn. Ne? Verein ist ja auch so eine Rechtsform, die keinen Gewinn generieren darf. Obwohl machen solche Verkehrsbetriebe überhaupt Gewinn? Leute, ich habe keine Ahnung. Ne? Gut, die erste Einsatz heute führt uns zur Gilbertstraße, etwa 7 Kilometer hier vom Hotel aus. Hier seht ihr auch die Lage, eher so Gewerbegebiet. Ne? Hier in der Nähe war auch eine Aral-Tankstelle. Hier war ein McDonald's vom Hotel. Das ist immer am ersten Abendessen gewesen. Sohnemann feiert diese Happy Meal. Happy Meal heißt das ja. Ne? Das feiert er immer, kriegt er auch, dann freut er sich. Früher hieß das ja, kennen viele aus der Kinderzeit noch, Junior-Tüte. Ne? Früher hieß das Junior-Büggel, jetzt Happy Meal. Früher gab es auch noch ein Menü, Maxi-Menü und Spar-Menü. Heute heißt es Mac-Menü und Mac-Menü Small. Also das heißt, dass das Große quasi das Normale geworden ist. Und wenn du das klein haben willst, musst du das extra sagen. Früher war es genau andersrum. Wenn du das groß haben wolltest, musst du das sagen. Ansonsten war das Normale. Mir hat sich auch umgeändert. Ja, da musst du auch immer aufpassen, dass du da nicht beschissen wirst und wieder diese Fake-Cola bekommst. Ne? Diese zuckerfreie Dingens da. Da ist meine Freundin richtig allergisch gegen fast schon. Die kriegt von diesen Kunstzuckern, kriegt die richtig Magenschmerzen. Ne? Und jedes Mal, wenn die sich eine Cola bestellt, dann probiert die erstmal ganz vorsichtig einen Schluck, ob das auch echte Cola ist oder nicht diese Zero- oder Light-Cola halt. Ne? Das ist auch irgendwie so in den Köpfen der Leute so angekommen. Zero und Light ist gut, Zucker, das ist böse. Zero und Light ist gut, Zucker, das ist böse. Ne? So gebetsmühlenartig kommt mir das vor. Ja, Leute, so ist die Welt im ständigen Wandel. Mal in eine gute Richtung, häufig in eine sehr schlechte Richtung. Messe nichts dran. So, es fällt mir auch bald der Arm ab. Und dann mit würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Ich weiß nicht, ob wir uns heute noch bei Sonnenlicht sehen werden. Meld aber nichts. Abmoderation rückt in greifbare Nähe. Also weiter geht's. So, da wollte ich gerade noch zwei Sachen ergänzen. Und zwar sind wir jetzt hier wieder am Anfang von der Speicherstadt. Leider noch im Dunkeln, aber die Sonne geht ja schon langsam auf. Ne? Auf jeden Fall sind wir hier gestern Abend auch gewesen und zwar im Miniatur Wunderland. Hatten wir speziell für den Sohnemann einen Termin gebucht da. Ne? Da kamen wir um 19.30 Uhr, sehr spät war das erst, kamen wir rein und konnten dann bleiben, so lange wie wir wollen. Ich glaube, dann waren wir so zweieinhalb Stunden da gewesen. Also mir hat es schon nach den ersten 10 Minuten gereicht. Ne? Also ich bin kein Eisenbahnfan. Ist wirklich ganz nett zu sehen. Da steckt wirklich richtig, aber richtig viel
Detailverliebtheit drin, ganz hohe Technik, Kilometer, lange Gleise und alles Mögliche. Aber ja, nach den ersten 10 Minuten hatte ich im Grunde schon alles gesehen, ne, weil es wiederholt sich halt alles. Aber trotzdem, diese Detailverliebtheit, die ist echt klasse. Da war zum Beispiel so ein Schiff gewesen, da waren dann Handwerker, genau, da hatten sie den Hamburger Hafen nachgebaut, so ein Trockendock. Und da waren dann Handwerker zugange, die geschweißt haben. Manche haben sogar mit ihren winzigen Ärmchen einen Hammer bewegt und sowas. Ne? Richtig liebevoll, aber wie gesagt, nach 10 Minuten fing ich schon an, mich zu langweilen, weil es immer das Gleiche war. So, und man hat es gefeiert und das ist das, was zählt. Ne? Ja, dann noch ein paar Worte zum Hotel gerade. Das hat auf jeden Fall auch sich sehr gelohnt. Das war ja das Apart-Hotel hier gegenüber vom Klaus-Störtebecker-Haus. Und ja, Frühstück top. Also ich bin ja auch so ein, ich bin mit ganz wenig zufrieden. Ne? Hier hatten sie jetzt, ich habe ja morgens immer Rührei reingehauen und dann hatten sie wahlweise kleine Frikadellen oder Chicken Nuggets. Leute, geil, reicht mir. Ne? Dazu ein Brötchen und ein Glas Multivitamin mit Sprudelwasser. Läuft, super Sache. Genau. Ja, ich sehe mal hier auch, oh, ich laufe euch auf die Elbphilharmonie wieder zu. Da sind wir nicht drauf gewesen. Dafür aber in dem U-Boot, was man da besichtigen kann, im Hamburger Hafen. Und das fand ich auch eine ganz, ganz große Nummer. Ne? Ich war ja schon mal drin gewesen vor einigen Jahren, wo ich mit meiner Freundin hier war. Aber diese Technik da drin, das ist, Leute, man steckt da, das ist alles sowas von rein funktional. Da gibt es nicht irgendwie Luxus, Komfort oder sowas. Da wird zwischen die Rohre, wo immer auch Platz ist, zwischen den Kabeln und Leitungen und Ventilen und allem möglichen Zeug, wird da irgendwie noch so ein Bett reingequetscht, wo man dann schlafen konnte. Ne? Außer der Kommandant oder der Kapitän, der hatte wohl eine eigene kleine Rückzugsecke. Aber die anderen Betten, die da waren, die hat sich die Besatzung geteilt. Das heißt, dann hast du da mit 3 Mann dein Bett geteilt. Ne? Da muss man auch schon hart im Nehmen sein, denke ich, so als Matrose unter Wasser. Ne? Und ja, ich habe halt diese extreme Komplexität dieses U-Bootes gefeiert, ne? Wo man hinguckte, eben nur Rohre, Leitungen, Kabel, Schalter, Ventile, Regler, alles Mögliche. Oh, herrlich. Dann gab es so einen kleinen Werkstattbereich. Das hatte alles so richtig Endzeitstimmung auch schon wieder. Ne? Ja, jetzt wie gesagt, oh, hier gehen wir mal hin. Jetzt können wir, glaube ich, ein bisschen mehr schon sehen. Da ist es doch auch. Das Wunderland, oder? Nee. Ja, da sind wir gestern Abend auch so ein bisschen länger rumgelatscht. Wir dachten, wir sind schon wieder vorbei. Aber das kam dann erst. Ne? Also hier wäre jetzt so eine Brücke rüber in die Speicherstadt eben. Aber das Miniaturdings ist noch ein bisschen weiter nach da vorne hin. Ne? Haben wir dann auf jeden Fall gefunden. So, und jetzt geht es erstmal wieder weiter hier. So, da haben wir es mittlerweile kurz vor 9:30. Herzlich willkommen zurück. Ich komme jetzt sogar gerade schon vom Frühstück. Es war so, dass der Kunde mich freundlicherweise sogar zurück bis ins Hotel hier gefahren hat. Und heute, wie ihr seht, richtig schönes Wetter. Es hat die ganzen Tage, wo wir hier waren, nur geregnet. Immer bedeckter Himmel, grau und windig. Und ach, es war echt vom Wetter her eine absolute Katastrophe. Aber jetzt hier, wie ihr seht, wunderbar klarer blauer Himmel. Da kann man sogar den Mond über dieser Antenne noch sehen. Und hier nochmal der Blick rüber zum Störtebecker-Haus, von dem ich immer noch nicht weiß, wofür es ist. Aber es sieht richtig klasse aus. Vor allen Dingen diese Säule da auf dem Kreisverkehr. Ich weiß nicht, ob ich das zu Beginn schon gesagt habe, aber es hat mich von Weitem so ein bisschen an die Jolt-Else bzw. die Siegessäule in Berlin erinnert. Sieht richtig stilvoll aus. Naja, auf jeden Fall geht diese Reise hier dann jetzt zu Ende. Wir sind schon am Packen. Hier auf dem Balkon hatte ich noch mein ganzes Equipment ausgebreitet. Da war das Zelt, da muss ich zusammenrollen. Hier lag auch der Schlafsack, die Isomatte. Das war alles nass gewesen, der Schirm. Ich hatte den kompletten Balkon im Beschlag gehabt. Ne? Ja, und so möchte ich an dieser Stelle noch abschließend etwas erzählen, und zwar zu dem Hamburger Feuersturm, wo ich da so in der Nikolaikirche stand und mich als mal wieder als geschichtlicher Analphabet geoutet habe. Und zwar war es so, dass im Sommer 1943 wurde die Stadt Hamburg von richtig schweren Luftangriffen getroffen, und auf genaue Details, zeitlicher Zusammenhang etc., wer da wen beschossen hat, Leute, weiß ich nicht. Mir geht es halt primär um den Vorfall an sich. Und was hier passiert war, das war wirklich das Inferno, ein unvorstellbares Inferno. Und zwar war es so, dass die Stadt Hamburg von oben erstmal mit sogenannten Luftminen beschossen wurde, sogenannten Blockbustern oder Häuserblockbrechern, ja. Und zwar ist das so, die sind wohl in der Luft explodiert, diese Bomben, haben dafür gesorgt, dass die Dächer abgedeckt wurden, die Scheiben rausgeflogen sind, es gab wohl eine ungeheure Luftdruckwelle, und damit waren die Häuser quasi wie leer gepustet, also aufgebrochen.
Und danach, als das passiert war, hat man Phosphorbomben hinterhergeschmissen, sodass die Dachstühle direkt in Flammen aufgehen konnten. Weil normalerweise, hier drüben kann man sehen, da sind ja so Dachziegeln wären da drauf, ne? Dachpfannen, so genau, Dachpfannen, die würden eben den Dachstuhl abdecken. Und wenn das aber alles weggepustet wurde und der Dachstuhl frei liegt, hat die Phosphorbombe ein leichtes Spiel, da alles in Brand zu setzen. Leute, und ich finde das wirklich hochinteressant, was dann passiert ist. Und jetzt bitte nicht Sensationsgeilheit verwechseln mit mangelndem Mitgefühl. Also bei diesem Feuersturm sind 30.000, 40.000 Menschen qualvoll ums Leben gekommen. Das ist natürlich absolut beneidenswert. Beleidenswert, Entschuldigung. Aber trotzdem finde ich, darf man von dem physikalischen Aspekt, der dahinter steht, wo ich jetzt drauf kommen werde, durchaus begeistert sein, ohne aber das menschliche Leid dahinter zu vergessen. Ja? Auf jeden Fall ist es so, dass Hamburg wohl in so einer ganz leichten, in so einer ganz leichten Talkessel drinnen liegt. Ja? Und dadurch war es so, als dann die ersten Brandbomben geworfen worden sind, hat sich ein, ja, dann Wärme steigt natürlich nach oben und je größer die Feuer wurden, desto mehr Bomben geschmissen wurden, desto großflächiger hat es hier halt gebrannt in Hamburg. Und das sorgt dafür, dass so eine Art Kamineffekt eingesetzt hat. Das heißt, da an der Stelle, wo es gebrannt hat, ist die Luft nach oben gestiegen. Oder man könnte sagen, der Luftdruck war geringer als der äußere Luftdruck. Und jetzt strebt das System danach, diesen Druckausgleich wiederherzustellen. Das heißt, Luft strömt von außen nach. Und es gab einen Kamineffekt und das hat sich immer weiter potenziert. Das Feuer wird immer heißer durch die angefachten Winde. Und diese Winde haben dadurch dann eben eine Geschwindigkeit von bis zu 270 km/h erreicht, Leute. Mehr als Orkanstärke. Und das eben in Verbindung mit glühend heißen Flammen, Funkenflug. Leute, hier war wirklich das Inferno des Universums unterwegs gewesen. Ne? Das kann man sich nicht vorstellen. Ne? Ja, und das war alles eben auch begünstigt durch die Wetterlage. Es war schon tagelang sehr heiß gewesen in diesem Sommer 43. Und ja, dann eben in Verbindung mit günstigen thermischen Winden und diesem Kamineffekt hat das hier einen Feuersturm unvergleichbaren Ausmaßes verursacht, was eben hier alles in Schutt und Asche gelegt hat. Und das wird eben auch sehr stark in der Nikolaikirche thematisiert. Das sieht man auch in dem Museum, wo man eine Treppe runtergeht, da diese verbrannten Überreste, überwiegend irgendwelche geschmolzenen Flaschen, Bestecke und sowas, ne, von Leuten, die da aus den Trümmern geborgen hatten später. Und das sind so Sachen, da stehe ich dann davor, vor so einer Vitrine, gucke diese geschmolzenen Flaschen an und was man da so gefunden hat, so Exponate, ne, was wirklich mal Leuten gehört hat. Dann stehe ich da und da geht wie so ein geistiger Film vor meinem Auge ab. Ne, denke ich, boah, wem hat das mal gehört? Wer hat von dieser Gabel gegessen? Wem hat diese Flasche gehört? Ne, das haben ja alles mal Menschen benutzt, die wahrscheinlich dann bei diesem Feuersturm auch ums Leben gekommen sind. Ne. Leute, einfach unfassbar, ne? Kriegsführung, das war wohl auch dieser Luftkrieg, das hat wohl auch so, in der Form hat es das vorher nicht gegeben. Das waren auch ganz neue Taktiken, die da gefahren wurden. Ne? Also höchst interessant, kann man nicht anders sagen. Aber wie gesagt, bitte dabei nicht das menschliche Leid vergessen. Man muss es halt trennen können. Einmal begeistert sein von der Physik oder von der Strategie an sich, ja, das ist eine Sache. Aber das Leid, was dran denkt, ist ein anderes. Das muss man getrennt betrachten, kann man auch so machen. Bestes Beispiel Tschernobyl. Man darf sich da von dieser apokalyptischen Endzeitstimmung mitreißen lassen, darf aber das menschliche Leid nicht aus den Augen verlieren. Liebe Leute, das soll es dann hier an dieser Stelle auch von mir gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich werde jetzt hier noch den Rest zusammenpacken. Da drinnen gehen die Einpack-Szenarien auch schon los. Leute, unser Zimmer sieht aus, wenn man mit einem kleinen Kind reist, obwohl so klein ist er nicht mehr. 7 Jahre ist er jetzt geworden. Ne? Dann sieht so ein Hotelzimmer aber binnen 10 Sekunden aus wie der größte Schweinestall. Ne? Vollkommen normal. Deswegen war ich da auch froh drum. Hier in dem Hotel gibt es so Schildchen, die man an die Klinke von außen dranhängen kann. Dann kann man sagen, okay, bitte nicht Zimmer reinigen. Ja? Früher war ja nur bitte nicht stören. Jetzt haben sie es erweitert zu bitte Zimmer nicht reinigen unter dem Deckmantel des Umweltschutzes. Ja? Finde ich sehr gut, wird sich auch dran gehalten, weil ich finde das immer schlimm. Da hat man sich gerade eingerichtet. Klar ist das dann Chaos, man weiß aber, wo alles liegt. Jetzt kommt da Zimmermädchen rein, räumt alles auf. Man kommt in die Hütte rein und findet nichts mehr wieder. Ne? Finde ich immer sehr ärgerlich. Deswegen hier Daumen hoch auf jeden Fall für dieses Hotel, dass man hier dann von diesem Zimmeraufräumterror verschont bleibt. Ja? Das Hotel an sich, habe ich ja schon gesagt, richtig super Laden, Frühstück klasse. Preis haben wir jetzt für 3 Personen und 3 Nächte insgesamt 240 Euro bezahlt. Finde ich persönlich jetzt nicht teuer. Wenn man weiter Richtung Zentrum geht, kann man natürlich
nach oben hin beliebig viel noch auspacken, je nachdem welches Hotel man sich aussucht. Ne? Genau, hat man nämlich gestern auch so eine kleine Alster-Rundfahrt gemacht. Hafenrundfahrt hat man natürlich auch gemacht und dann auch so eine spezielle Alster-Rundfahrt. Da sind wir auch mit so einem kleinen Schiff dann durch die Nobelviertel von Hamburg gefahren. Haben auch das Hotel Atlantik gesehen und Villen, wo zum Beispiel Claudia Schiffer und, ja, mir fällt mir gerade nicht ein, aber die haben sich da auch so Villen gekauft, also als Geldanlage. Also das war wirklich ein Viertel, da ist das Geld zu Hause, Leute. Ne? Also Hamburg, eine sehr facettenreiche, historische Stadt, wo ein Besuch sich auf jeden Fall lohnt. Ja, heute kann ich nicht anders sagen. Jetzt kriege ich langsam wieder einen trockenen Mund. Wir setzen uns gleich ins Auto, fahren zurück nach Köln. Damit darf ich mich dann jetzt und hier bei euch verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Martiot und tschüss.